Hallo Janis, stell dich doch am besten dann kurz selbst vor, wer du bist, was ihr macht und warum du auf der Ignite bist. Alles klar. Hallo Patrick, hallo zusammen. Ich bin der Johannes Lenz, Vorstand in der Blueprint AG. Wir bieten unseren Kunden Beratungen und Umsetzungsdienstleistungen zu den Themen SharePoint, Office 365 und Azure an. Also ganz klarer Fokus auf Microsoft-Technologien. Was hat dich oder euch bewogen, dieses Jahr auf die Ignite zu fahren? Ich hatte bisher durchwachsene Erfahrungen mit der Ignite und dachte mir, es ist vielleicht auch mal wieder eine Zeit, es mal wieder auszuprobieren, ja, dem Event eine neue Chance zu geben. Bin positiv überrascht, es ist deutlich besser als als ich das letzte Mal da war, das ist schon einige Jahre her. Es ist immer noch ein sehr, sehr großer Event, aber für mich ist die Möglichkeit zum Netzwerken, gerade mit den Produktteams, viel, viel besser als beim ersten Mal. Warum? Weil sie viel besser greifbar sind. Als ich das letzte Mal da war, war das einfach völlig überlaufen und man musste sehr, sehr, sehr lang warten, um in die Gespräche zu kommen. Das stimmt. Wir merken auch, dass man, warum auch immer, irgendwie läuft man sich häufiger über den Weg. Auch wenn ich dich am ersten Tag noch nicht gesehen habe, aber bei 30.000 Leuten ganz okay ist. Was sagst du zur Keynote von Satya Nadella? Ich fand sie gut. Für den Event ein bisschen zu wenig technisch, glaube ich, für diese Zielgruppe hier. An sich, aber ja, gut, wie man es von ihm gewohnt ist, ein bisschen weit weg und wenig Bezug zu den Themen, die dann jetzt im Nachgang kamen. Auf was für eine Keynote warst du danach? Weil das gab ja im Grunde drei Stück. Ja, auf keiner. Auf keiner, okay. Genau, ich bin gleich in die Expo zum Netzwerken. Alles klar. Das heißt, du hast dir die Technology Keynote nicht angesehen. Genau. Ich habe versucht, dann jetzt in vielen Aufzeichnungen, Channel 9 oder Mechanics, das Ganze mir ein bisschen zusammengedampft anzuschauen. Okay. 20 Minuten. Die letzten Updates zu den ganzen Technologien. Wir sind heute ja fast am Ende des zweiten Tages, also relativ in der Mitte. Was war bisher dein Highlight oder die Highlights? Ja, schwere Frage. Künstliche Intelligenz, würde ich sagen. Es gibt, glaube ich, wenige Sessions, in denen das Thema nicht hochkommt, auch wenn sie im ersten Moment damit gar nichts zu tun haben. Also von Teams, SharePoint, überall kommt das Thema hoch, sei es jetzt Statistik oder Machine Learning. Man sieht einfach, dass Microsoft das in alle Produkte oder in allen Produkten platziert. Wir haben eine Frage, wo wir dich bitten, in Hashtags zu antworten. Okay. Beschreibe die Ignite 2018 in Hashtags. Für dich wertvoll. Die ersten zwei Tage. Hashtag Networking, Inclusive, People, Technology. Sehr gut. Auf wie vielen Partys warst du schon oder planst du noch hinzugehen? Ich war bisher nur auf einer. Das war die SharePoint? SharePoint, genau. SharePoint. Und wir planen noch auf das Quest Metafest, glaube ich, heißt das. Und dann natürlich die Attendee Celebration. Genau. Jetzt ist die Ignite mit 30.000 Leuten recht groß. Du warst sicher auch schon auf kleineren Konferenzen, die es eben auch früher gab. Siehst du Vorteile gegenüber den kleineren, weil jetzt zum Beispiel alles in einer Hand mit drin ist? Oder findest du die kleineren besser, weil spezifischer? Oder hast du selber noch eigene Gründe? Schwierig. Ich würde sagen, beides hat seine Vorteile. Ich glaube, der Mix macht es für mich. Die große Konferenz ist super, um über den Tellerrand zu schauen von den Technologien oder Themen, mit denen ich mich tagtäglich auseinandersetze. Und eben auch das Netzwerk darüber hinaus aufzubauen und gerade natürlich hier in die USA. Ich besuche häufig kleinere Konferenzen im europäischen Raum. Ja. Die haben aber dann auch ganz klar den stärkeren Fokus als Vorteil. Und das Netzwerk dort. Ja, ich treffe hier natürlich lange nicht alle MVPs, die ich vielleicht in Deutschland oder Europa treffe. Johannes, vielen lieben Dank, dass du dich unseren Fragen gestellt hast. Sehr gerne. Und noch weitere schöne Tage auf der Ignite. Das wünsche ich euch auch. Dankeschön.